Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession, das wird berücksichtigt. Sie berechnen die Horoskope anders, aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in einem westlichen Horoskop. Liebe Biara, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese Lebensbereiche. Und jetzt sind wir bei der Analyse. Und ich möchte mich erstmal bedanken für dein Anvertrauen und bedanken auch für diesen Auftrag. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das bedeutet, das ist dein Lagna oder Aszendent. Ich setze hier im ersten Lebensbereich die Tierkreiszeichen Schütze. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben. Und diese Energie beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Das ist wie ein Kostüm, was du trägst. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Und dieses Feuer hast du in dir. Und das sind die Begeisterungen. Das heißt, dich kann man leicht von etwas begeistern. Die Schützen haben auch hohe Ziele, Ideale, aber weil das beweglich ist und diese ständige Begeisterung, dieses Feuer brennt hier, haben mehrere Ziele. Und wenn das zu viel ist, dann verlieren die Schützen die Orientierung. Die Schützen brauchen aber, und das zeigt genau diese Pfeil hier, weil das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch heißt es, hier sind unsere Wünsche. Dein Ziel ist dein Wunsch. Und das ist dein Lebensweg. Dann hast du Orientierung, auch Glück. Über die Tierkreiszeichen Schütze herrscht Jupiter und schenkt dir eine optimistische Haltung, Chancen, Möglichkeiten und Glück. Wenn du von diesem Weg etwas dich ablenkt, dann bist du gekränkt und unzufrieden. Die zweite Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung und auch die Finanzen. Energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, dann kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wird auch nichts verdienen oder zu wenig oder das Geld geht zum Verlust. Weil dieser Mensch signalisiert, das steht gar nicht mehr zu.
Stattdessen sollen wir Sätze sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das in Besitz. Nicht in Zukunft formulieren, ich werde das, sonst schieben wir das vor uns hinaus. Wir haben das jetzt in Besitz. Hier hast du die Tierkreis zeichnen Steinbock. Bevor ich erkläre, was das für dich bedeutet, noch zurück zum Schütze Aszendent, weil das beeinflusst dein Aussehen, dein Leben. Und du stehst in Verbindung zum Reisen, zum Ausland und auch zum Sport und Bewegung. Und jetzt zum Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock wirkt in ersten Lebenshälften streng. Und diese Strenge bedeutet, du hast das nicht bekommen, was du gewünscht hast. Oder eine strenge Erziehung. Kann auch bedeuten, dass dein Selbstwertgefühl gelitten hat, weil du diese Bestätigungen nicht bekommen hast im Elternhaus oder in die Schule, in früheren Kindheit und Jugend. Steinbock wirkt im zweiten Lebenshälften günstig, weil dann hilft uns, dass etwas in Form kommt, dass das Stabilität da ist, dass wir eine Struktur bekommen und so ordnest du die Finanzen. Aber achte auf dein Selbstwertgefühl, weil das kann eine Blockade auslösen, wenn du so denkst, ich bin es nicht wert. Dann kann in Finanzen diese Ordnung nicht eintreten. Der dritte Lebensbereich sind Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, Jugend. Wie war damals die Verbindung zu deinen Geschwistern? Oder wie war der Kontakt zum anderen Kindern in die Schule? Warst du aufgenommen oder warst du unterdrückt? Musstest dich immer behaupten? Diese Erinnerungen bleiben erhalten. Und das spiegelt sich später als Erwachsene. Und hier zeigt sich als Erwachsene, wie kannst du dich behaupten bei Konkurrenten? Wenn hier dieses Gefühl entsteht, oder diese Erinnerung da ist, ich war immer übersehen oder ich könnte mich nie behaupten, dann musst du das als Erwachsenen lernen. Wenn du das gelernt hast in Schulzeit oder in Kindheit mit deinen Geschwistern, dann hast du hier überhaupt kein Problem. In diesem Lebensbereich sind auch Schulungen, Wissen vermitteln, Wissen aneignen. Auch Medien, Kommunikation, Nachrichten. Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Erstmal bedeutet die Wassermann als einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Dieses Gefühl vermittelt die Wassermann. Und sicherlich hast du dich damals auch so gefühlt, was das aktuell war das akzeptiert von anderen und haben dir vermittelt, ja, du bist außergewöhnlich, einzigartig oder haben sie dich unterdrückt. Überleg mal, wie hast du das damals erlebt, weil dann kannst du das immer noch verbessern. Fühle dich außergewöhnlich, einzigartig mit deinem Wissen und mit deiner Begabung. Die Tierkreiszeichen Wassermann ist das Geist und denkt immer in Zeit voraus. Das kann natürlich auslösen, dass du in Schulzeit schon weitergedacht hast. Und der Lehrer sagte vielleicht, du bist gar nicht da. Warum? Weil das hat dich gelangweilt, weil die anderen waren viel langsamer als du. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die Runde Format betrachte.
Und ich vergleiche ein Horoskop immer mit einem Baum. Und hier in diesem Platz zeigt sich die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Hier sind die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft. Und das gibt uns Halt und Sicherheit. Hier ist auch unserem Zuhause. In diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Fische. Dieser tiefste Punkt des Horoskopes ist die Basis, die Fundament. Und das gibt dir Halt. Aber die Tierkreiszeichen Fische ist Wasserelement. Und im Wasser Halt zu bekommen, ist nicht einfach. Und das kannst du nur durch deinen Gefühlen, weil die Wasserelement steht in Verbindung mit unseren Gefühlen. Und dazu erkläre ich, was die Tierkreiszeichen Fische uns vermitteln. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen. Astronomisch auch. Das ist der südliche Fisch und den nördlichen Fisch. Alperg ist der Stern, was die beiden Fische miteinander verbindet. Die beiden Fische sind zwar verbunden, aber sie schwimmen in anderen Richtungen. Die eine Richtung ist die Gefühle Angst, Zweifel, Unsicherheit und entspricht die Gefühlen, die Fischengeborenen, wo viele Fischengeborenen dazu gehören. Und dann blockiert das und haben selbst Mitleid, weil geht nichts voran. Und aus lauter Selbstmitleid bekommen von anderen Menschen auch Mitleid und die genießen das sogar, dass jeder um sie kümmert und versinken auf Angst und Leid. Und das halten sie fest, diese Leid. Und im Leben verbessert sich nichts und einige neigen dann zum Drogen oder Alkohol. Stattdessen umdenken und sagen, ich bin gar nicht dieser Fisch, sondern ich bin den anderen. Und da ist die Reichtum, weil hier ist die Reichtum verborgen. Und das kann ich so erklären. Das ist eine Vision, ein Traum. Und es gibt Menschen, die ihren Träumen leben, weil sie haben eine Vision und sie geben das gar nicht auf, sondern die glauben daran, die glauben fest daran und sie sind davon überzeugt, dass es auch so kommt, weil die das vertrauen. Ich empfehle immer die Autobiografie lesen von Arnold Schwarzenegger. Er hat seinen Traum verwirklicht und dieser Traum hat er schon in jungen Jahren gehabt. Genau darum geht es auch. Auch wenn anderen Menschen sagen, was träumst, das wird nie wahr, sei bodenständig. Ein Traum, wenn das realistisch ist, wird auch wahr, vorausgesetzt, wir glauben daran und wir vertrauen das. Und dann kommt die ganze Geheimnis, einfach loslassen und geschehen lassen. Das kommt sofort in Bewegung. Und wenn du das Verinnerlichen hast, dann hast du den inneren Reichtum, was dir Halt gibt im Leben und auf diese Basis kannst du bauen. Alles andere funktioniert nicht. Der nächste Lebensbereich sind die Kinder. Und das bedeutet deine Kinder oder deine Enkelkinder, aber auch dein inneren Kind und auch deine Kindheit. Das innere Kind ist auch sehr wichtig.
Die Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch unserem Leben. Die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren, behüten, weil das stärkt uns innerlich. Und all das, was mit Tränen, Traurigkeit verbunden sind, diese Erinnerungen haben wir auch. Und das können wir nicht verleugnen. Wir können das nicht unter den Teppich kehren. Diese Erinnerungen sind da und bleiben auch. Aber eins können wir tun, nicht aufhalten. Und im Gegenwart sein und sagen, ich bin dort, wo meine Füße steht. Und das ist die Gegenwart. Haben wir viel weniger Traurigkeit, viel weniger Zweifel, viel weniger Angst. Und dann die inneren Kind stärken und sagen, ich bin ganz stolz auf dich. Du hast das richtig gut gemacht. Das kannst du jeden Morgen im Spiegel sagen, weil das stärkt. In diesem Bereich sehen wir ein Kind, er malt was, er spielt und das, was die Kinder uns zeigen. Und wir können von Kindern lernen. Und es ist wertvoll, was die uns zeigen. Wenn wir zu diesem Spielerischen kommen, dann haben wir auch Lebensfreude, weil dann können wir unserem Leben spielerisch gestalten und dann verspielen wir nicht unserem Leben. Und diese Energie, diese kreative, diese schöpferische Energie, hier hast du die Tierkreiszeichen wieder. Es ist keine einfache Kindheit gewesen. Das war immer ein Kampf, dich zu behaupten, immer eine große Herausforderung, aber das hat dich gestärkt. Und da hast du die Kraft, die Mut und die Stärke. Und das kannst du im Tat umsetzen in dein Leben, dass du das schöpferisch gestaltest, weil du zeigst dir Mut und zeigst dir auch Kraft, dich zu behaupten. Der nächste Lebensbereich ist der Alltag, die Pflichten, die Arbeit, aber auch Gesundheit. Warum hängt das zusammen? Wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Stier. Stier strahlt sehr viel Ruhe aus. Ruhe und Gemütlichkeit, liebt das Bequeme und das brauchst du im Alltag, auch bei deiner Arbeit. Jetzt betrachte dein Aszendent. Das war dein Geburtsmoment und in diesem Augenblick hast du in einen Spiegel geschaut. Und genau hier gegenüber im Westhorizont ist ein Spiegel und in diesem Spiegel hast du deinen Seelenpartner gesehen. Das ist hier der Osthorizont, das steigt nach oben wie ein Sonnenaufgang, das bist du selbst. Und dann genau gegenüber im Westhorizont wie ein Sonnenuntergang geht alles nach unten. Und der untere Teil ist das Unbewusste und das obere Teil des Horoskops ist das Bewusste. Das heißt, du hast deinen Seelenpartner in diesem Spiegel gesehen und bis etwa rein in dein dritten Lebensjahr hast du noch diese Erinnerungen gehabt, aber dann ab dritter Lebensjahr geht das alles in Unbewussten. Aber deine Seele kennt das und kennt dieses Bild.
und weißt ganz genau, wer dein Seelenpartner ist, und dein Seelenpartner weiß es auch, dass du irgendwo existierst. Und hier öffnet sich das Tor zum Tierkreiszeichen Zwillinge. Und hier brauchst du einen höheren Selbstbewusstsein. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus dem klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin Leda, sie war wunderschön und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen, ja, und verführte Leda. Und Leda wurde auch schwanger. Das Problem war aber, dass Leda war verheiratet. Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und Leda wurde von ihrem Ehemann auch schwanger und gebar die Zwillinge, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillingen waren immer miteinander verbunden. Und dann kam die Zeit, dass Kastor am Sterben war und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ich kann das nicht ertragen, mein Bruder stirbt, ich möchte auch sterben. Und Zeus sagte, nein, du musst nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillinge unsterblich gemacht und hat den beiden im Himmel gesetzt. Und beiden sind die Hauptsterne in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und die Tierkreiszeichen Zwillinge ist Luftelement, befreit uns. Wenn wir dieses Bewusstsein haben, das befreit uns. Und die Zwillinge zeigen auch das Spielerische. Dann kommen wir aus dieser spielerischen Energie zu dieser Leichtigkeit. Was du dabei verstehen sollst, wir haben ein Teil in uns, was göttlich und unsterblich ist. Das ist unsere Seele. Das ist Pollux. Wir haben aber einen Schicksalsweg, das hat einen Anfang, das hat ein Ende. Und das ist das Menschliche, was wir erleben, und das ist das menschliche Teil in uns, was auch dann zum Tod führt, das wissen wir auch. Und das ist dieser sterbliche Teil in uns, das ist Kastor. Aber die beiden sind miteinander verbunden. Und das heißt, diese Unsterblichkeit, wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper mit vollem Bewusstsein und Erinnerungen und kehrt zum Gott zurück. Und wenn wir das wissen, dann haben wir einen höheren Bewusstsein. Und dann ist noch zum Erkennen, wie wichtig das ist, unserem Seelenzustand, unserem Seelen zum Kümmern, durch eine meditative Haltung, die Ruhe bewahren. Das ist wie ein Balsam für unsere Seele. Und das auch schön gestalten bei einer Meditation. Vorstellen, die inneren Räume, das ist wie ein inneren Tempel. Und wir sollen diesen inneren Tempel immer wieder besuchen, um unsere Seele zu kümmern. Und mit diesem Bewusstsein, mit diesem höheren Bewusstsein, mit diesem Vertrauen auch, hast du einen Zugang zu deiner Seele und erkennst deine Intuition und dann bleibst in diesem Spielerischen, in diesem Vertrauen und das öffnet sich den Tor zu deiner Partnerschaft, weil das ist der 7. Lebensbereich und zeigt die Partnerschaft. Der 8. Lebensbereich ist die Transformation und hier hast du Krebs. Diese Transformation bedeutet die alchemistischen Prozesse. Was transformieren wir? Unseren Gefühlen, dass wir von diesen Gefühlen Angst, Zweifel, Schuldgefühl verabschieden können, weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Und übergehen wir in positiven Gedanken, wie Liebe, Dankbarkeit,
Begeisterung. Dann sind wir im schöpferischen Energie. Und das ist Licht. Das ist das Licht und Liebe. Und das erreichst du, wenn du zurückziehst. Und das zeigt dir die Krebs. Das ist wie zu Hause, wie ein Zuhause. Natürlich hat die Krebs auch mit unserer Familie und unserem Zuhause auch was zu tun. Aber kümmere um dein inneren Zuhause, diesen inneren Tempel. Weil da kannst du dich immer zurückziehen. Da findest du die Sicherheit, die Stabilität und die Ruhe. Und das gibt dir die Kraft. Und da spürst du dein Selbst, deine inneren Stimme, aber auch Gott. Und das ist diese Transformation, was dir die Krebs hier zeigt. Der 9. Lebensbereich sind die Reisen, Ausland, Auslandaufenthalt, Auslandreisen, aber auch die Spiritualität. Hier hast du Löwe. Und Ausland bedeutet für dich sehr, also was Wichtiges, weil dort findest dein Selbst. Löwe symbolisiert auch die Selbstdarstellung, weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne und Sonne symbolisiert unserem Selbst, aber auch unserem Herz. Sonne steht in Verbindung zu unserem Herz und das ist auch eine Herzensangelegenheit. Du liebst auch Reisen, du liebst auch Ausland und das hilft dir bei der Selbstfindung und das unterstützt dich. Natürlich, dieser Schütze Aszendent steht auch zum Reisen, zum Ausland. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Hier ist die Krone. Und wenn du diese Krone trägst, dann bekommst du Anerkennung und Ansehen. Und hier in diesem Bereich sind deine Ziele und zeigt, wie erreichst du deine Ziele, wie bekommst du Ansehen und zeigt auch deine Berufung. Und hier hast du Jungfrau. Und das sind Berufungen, wo du etwas untersuchen sollst, aber kann auch eine Richtung sein, was mit Heilung etwas zu tun. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften, auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind. Hier hast du die Waage. Wenn das um deine Hoffnungen geht und um deine Wünsche, die Waage symbolisiert erstens die Gerechtigkeit, dass du diese Gerechtigkeit Sinn hast, aber bedeutet auch Partnerschaft. Also das ist so dein größter Wunsch, die Liebe, Partnerschaft. Wenn ich diesen Lebensbereich verbinde mit Freundschaften, du bist beliebt, aber achte drauf, wie die Verbindungen sind, weil mit diesem Waage-Energie neigst du dazu, immer für anderen da sein, dich beliebt zu machen. Wenn da was Angenehmes zurückkommt, zum Beispiel Dankbarkeit, dann sollst du diese Freundschaften pflegen und befestigen. Wenn das ausgenützt wird und kippt die Waageschale, das findest du als ungerecht und das verletzt dich. Und dann hast du die verletzten Gefühle. Die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Hier sind karmische Themen, alles was im Geheimen ist. Das ist hier in diesem Bereich. Und es zeigt auch, in die Tiefe zu schauen, die Geheimnisse forschen, erkennen, die tiefe Zusammenhänge des Lebens auch erkennen und auch die Gründe, die Ursache von etwas. Hier hast du die Tierkreiszeichen Skorpion. Und jetzt schauen wir an Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Skorpion. Da sind einige Planeten hier, also ich muss hier Platz machen. Du hast Sonne hier im Skorpion, in diesem geheimnisvollen Lebensbereich. Mond hast du auch in Tierkreiszeichen Skorpion.
Und das bedeutet, du bist paar Stunden nach dem exakten Neumond geboren. Und immer wenn Neumond ist, das ist deine Energie. Und bei Neumond ist der Mond unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne. Und wenn die beiden sich treffen, wie bei dir in deinem Geburtshoroskop, dann kann die Sonne den Mond gar nicht beleuchten. In chinesischen Astrologie heißt es, dass der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin zieht sich zurück. Sie werden intim und es geht uns nichts an. Also wir sehen nichts. Aber es bedeutet nicht nur diese Intimität, sondern Rückzug. Du brauchst in dein Leben immer einen gewissen Rückzug. Nicht in die Einsamkeit, sondern nachdenklich zu sein, die Ruhe bewahren, weil du brauchst diese Kraft, weil das ist deine Stärke, das ist deine Energie und dann geht immer alles dann weiter. Weil da bekommst du die, das ist wie eine Erleuchtung für dich, wenn du dich zurückziehst, die Ruhe bewahrst, meditierst über etwas, dann kommen die Ideen, dann weißt du, wie das weitergeht, weil dann kannst du alles einordnen. Warum? Weil dein Inneren sagt das auch. Dann hast du einen Bezug zu deinen inneren Stimme. Mars ist auch hier und das bedeutet entweder, wenn du müde und erschöpft bist und du brauchst Kraft, du brauchst diesen Rückzug. Weil in Ruhe liegt die Kraft. Bedeutet auch eine geheime Liebe, die Geheimnisse. Und Mars ist auch der Mann. Bedeutet auch, dass du, falls geheime Feinde hast, und das beschreibt dieser 12. Lebensbereich auch, dann hast du die Kraft, dich zu behaupten. Merkur befindet sich auch hier im Skorpion. Und das ist dein Wissen, dein geheime Wissen. Und das sind karmische Erinnerungen. Jupiter zeigt deine Größe, deinen inneren Größe. Jupiter ist die innere Sonne. Und das gibt dir Glück, Optimismus. Und Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Jupiter ist rückläufig. Das heißt, hier hast du karmischen Themen, deine innere Sonne entdecken. Deswegen bist du auch im Neumond geboren, dass du deinen Blick nach innen richtest. Weil da ist die Sonne und das ist deine Größe und das im Fischen. Und Jupiter fühlt sich sehr wohl im Fischen, weil Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Und wenn du die richtige Richtung schwimmst in diesem Wasser, dann hast du die Reichtum, dein inneren Reichtum. Das ist deine Weisheit. Und auf dieser Basis kannst du vertrauen, auf dieser Basis kannst du bauen, dein Leben aufbauen. Und das sind deine Träume, deine Visionen. Und weil hier rückläufigen Jupiter haben, bedeutet, du hast diese Chancen in früheren Leben verpasst. Und hier hast du die ganze karmischen Erinnerungen. Und diesmal gestaltest du das. Und begrüße das als Glück, weil Jupiter bringt dir Glück. Und Jupiter bei dieser Rückläufigkeit zeigt auch die Gerechtigkeit, weil Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer wieder zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Und hier hast du karmische Themen und Jupiter zeigt dir hier, du hast ein gutes Karma. Und das wirst du auch leben. Du sollst es nur entdecken. Venus befindet sich auch in Skorpion, eine geheime Liebe. Das hast du. Und das ist dein Seelenpartner, der Partner, wo
du hier in diesem Spiegel gesehen hast. Saturn ist der Planet der Schicksal und auch die Karma und belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister und steht im Steinbock. Saturn fühlt sich auch sehr wohl im Steinbock, weil Saturn herrscht über die Steinbock. Also du hast einen starken Jupiter, du hast einen starken Saturn. Was belehrt dir Saturn hier? Zu deinen Werten zu stehen und in Besitz nehmen alles, was zu dir zusteht, die Werte. Alles, was für dich wertvoll ist, nimm das in Besitz. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist hier im Löwe, aber nicht nur Umbrüche, Veränderungen, sondern auch unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen. Das hast du im Ausland. Außerdem hier liegt die Spiritualität und Uranus steht zum Himmel. Das mit Uranus ist die ganze Schöpfung begonnen und Uranus steht für Astrologie. Das wäre für dich auch eine Richtung, was dich begeistern könnte. Neptun ist im Waage und zeigt deine Träume. Und tatsächlich hier im 11. Lebensbereich, wo die Hoffnung ist, deine Hoffnung, was wahr werden kann, sind deine Träume. Pluto ist auch im Löwe und Pluto zeigt die inneren Kraft, aber auch die Transformation. Alles loslassen, alles verabschieden, von allem trennen, der diese Kraft raubt. Was all das, was uns bedrückt, davon sollten wir uns befreien. In diesem Bild siehst du in die Mitte ein Engel. Dieser Engel, Leuviach, herrschte in dem Tag, wo du geboren bist, und das ist dein persönlicher Schutzengel. Und nach Kabbala hat hier die Zahl 19. Engel Leuviach ist Engel die Erinnerungen, hilft Ziele setzen und Ziele erreichen, hütet der kosmischen Bibliothek und das ist Weisheit, hütet die Akasha-Chronik und da sind die Schicksalswege beschrieben, hilft Prüfungen des Lebens zu verstehen und gibt uns die Kraft und Mut, all das zu bewältigen. Sein Tugend ist Wohlstand und Reichtum. Dieser Engel liebt die Wahrheit und Gerechtigkeit und das hast du auch. Du bist wahrheitsliebend und verdrehst du die Gerechtigkeit. Dieser Engel ist die Erinnerungen an früheren Leben und da hast du Themen. Schau mal das an, das ist alles im 12. Lebensbereich, das ist im Skorpion. Da schaut man wirklich in die Tiefe. Und jetzt die Mondhäuser. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond heißt Chandra. Und Chandra verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, unschuldig. Rohini ist eigentlich die Morgenröte. Die erste weibliche Energieform in vedischen Schriften, so wird das beschrieben. Also Chandra verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, unschuldig und jung. Und Rohini verliebt sich auch an ihn. Und Chandra macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle Frauen, alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes und verkörpert anderen Eigenschaften und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes und so ist die Horoskop nochmal unterteilt und wir schauen die Mondhäuser an.
Dein Aszendent ist im Mondhaus Purvashada und das ist für dich ein wichtiger Botschafter, das entspricht deiner Persönlichkeit. Du bist ein Individuum. Du musst nicht immer auf anderen Rücksicht nehmen. Das heißt nicht, dass du rücksichtslos sein sollst oder egoistisch sein sollst, aber kümmere um dein Selbst, weil du bist der Mittelpunkt in dein Leben. Und wenn du da Stärke hast, dann kannst du auch um anderen kümmern. Und das ist die Reihenfolge. Und das sagt dir dieser Mondhaus. Dein Zentrum ist deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Lebe deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Wenn du das nicht lebst und deine Wünsche unerfüllt bleiben, dann erzeugt das Unzufriedenheit und sogar die Ursache für Erkrankungen. Deine Sonne befindet sich im Skorpion. Dieses Mondhaus heißt Vishakha. Vishakha ist eine Feuergöttin und zeigt die Tempelfeuer und das hat eine reinigende Wirkung, eine heilende und reinigende Wirkung. Aber Vishakha zeigt noch etwas. Wir müssen in unserem Leben einiges auch verbrennen. Und das ist nichts Zerstörerisches, sondern das bedeutet schlicht einfach das Loslassen. Alles, was im Weg steht, alles, was uns betrügt, das sind Gedankenmuster oder Gefühle oder Kontakte mit anderen Menschen oder Gewohnheiten oder irgendwelche Gegenstände, wo wir ständig stolpern. All das raus, das Loslassen, Beenden, Kündigen, Trennen. Und dieser Vishakha zeigt das Verbrennen und das ist die Heilung. Und dann brennt dieser inneren Feuer und das ist die Begeisterung und das ist auch die Liebe. Mond befindet sich auch in Skorpion, aber in einem anderen Mondhaus. Mond zeigt deinen Gefühlen und dieser Mondhaus heißt Anuradha und das ist Glück. Weil dieses Mondhaus heißt, von Schicksal gesegnet bist du. In indischen Astrologie heißt das, auf Elefanten reiten und das ist ein Glückssymbol. Dieses Mondhaus wird von Akrab bestrahlt und das bedeutet die dritte Auge, die Hellsichtigkeit. Also das bedeutet für dich auch, du schaust in die Tiefe oder deine spirituellen Fähigkeiten, deine hellsichtigen Fähigkeiten. Mars befindet sich auch im Skorpion. Dieses Mondhaus heißt aber Jeshta. Und Jeshta war die älteste von diesen 27 Frauen. Aber das war nicht eine alte Frau, sondern die war weise. Die war weise und hat eine hohe Ansehen bekommen, Respekt bekommen. Und das ist hier die Mars-Energie. Und du bekommst diese erfüllte Liebe, wenn du diesen Respekt verlangst von deinem Partner. Merkur ist auch im Skorpion, im selben Mondhaus wie Mond und das heißt Anuradha, von Schicksal gesegnet. Merkur zeigt auch uns als Kind. Du bist ein Kind im Leben, die von Schicksal gesegnet ist, so wie in indischen Astrologen bezeichnet wird, im Elefantenreichen. Jupiter ist rückläufig, zeigt Vergangenheit, karmischen Themen, hier in Fischen. Revati heißt dieses Mondhaus, das ist die letzte Mondhaus und das bedeutet etwas zum Ende bringen, die Vollendung. Venus ist in Skorpion, Jeshta ist dieser Mondhaus, genau wie bei Mars auch. Dein Mars und dein Venus, beide sind im Mondhaus Jeshta. Und Mars und Venus ist die Liebesplanet. Mars ist das Männliche, Venus ist das Weibliche, aber die symbolisieren die Liebe.
Und diese Mondhaus Yeshta, diese älteste Schwester, bedeutet, also kann auch bedeuten, das ist eine alte Liebe, kehrt zurück in dein Leben, aber bedeutet auch Ansehen und Respekt. Und das sollst du deinem Partner gegenüber entgegenbringen, aber von ihm das auch verlangen. Euch gegenseitig respektieren. Saturn ist hier im Steinbock, im Mondhaus Dhanishta und bedeutet übersetzt Grenzgebiet. Und hier grenzt sich Steinbock und Wassermann. Und dieses Grenzgebiet bedeutet, deine Wünsche umsetzen im Tat. Das ist mehr die Steinbock-Energie, das ist das Erde-Element, also zeigt die Taten, die Realität. Und dann übergehen in Wassermann-Energie, deine Ideenreitung, deine Ideen verwirklichen, neue Ziele setzen. Und das ist wie eine Mischung hier in verschiedene Richtungen, aber das ist dieselbe Energie. Du brauchst erstmal eine Idee, einen Gedanken, eine Vorstellung, das ist Wassermann. Und dann kommt die Steinbock, das Umsetzen im Tat, in Realität. Uranus befindet sich im Löwe. Dieser Mondhaus heißt Purva Palguna, nicht nur Uranus, sondern Pluto auch in selben Mondhaus. Und das bedeutet, es war etwas zuvor, das sind Erinnerungen, karmische Erinnerungen, was du erlebt hast im früheren Leben. Jetzt kommt die Reife, auch ein bisschen Geduld, es braucht Zeit und dann kommt die Vollendung. Neptun ist hier im Waage, im Mondhaus Vishaka. Und dieser Vishaka, genauso wie deine Sonne, dieser Mondhaus grenzt Skorpion und Waage. Deine Sonne ist auch im Vishaka, aber dein Neptun ist auch im Vishaka. Das ist die Feuergöttin, alles verbrennen, was im Weg liegt. Das ist nichts zerstörerisch gemeint, sondern damit gemeint ist das Loslassen. Rahu und Ketu. Das sind die beiden karmischen Knoten, sie gehören eigentlich zusammen. Weil das ist zusammen eine Drache. Aber diese Drache ist getrennt, die Kopf wurde abgeschnitten. Und die Körper, das kennen wir. Das kennen wir schon. Und das heißt karmischen Erinnerungen. Hier sind die karmischen Erinnerungen gespeichert. Und unsere Seele sucht den Kopf, weil das fehlt. Und dann kann man das vereinen. Dann ist diese Drache wieder eins. Und das ist die Seelenreise. Die Seele sucht den Kopf. Ketu, diese Körper, deinen alten karmischen Erinnerungen, hast du im Schütze. Und das entspricht deiner Persönlichkeit, dein Selbst. Und das kannst du schon ganz gut im Ausdruck zu bringen. Und wo ist der Kopf, was deine Seele sucht? Du bist auf die Suche, weil du weißt oder spürst, in deinem Inneren weißt du natürlich, dir fehlt etwas. Und das findest du. Du findest diesen Kopf hier in Zwillingen. Hier. Und hier ist dein Seelenpartner. Das, was deine Seele braucht. Das, was deine Seele sucht. Aber du bist eine Frau, du brauchst ihn nicht suchen, sondern du sollst dich finden lassen. Der Mann findet dich. Und du sollst nur das empfangen und das vertrauen. Und das Wunderbare daran ist, dass die beiden Mondknoten, Rahu und Ketu, bewegen sich zur Zeit im Schütze und in Zwillinge. Ganzes Jahr und auch noch nächstes Jahr auch. Das heißt, in die kommenden 2 Jahren, dieses Jahr und nächstes Jahr, hast du karmische Themen. Und die Zeit ist, dass du mit deinem Seelenpartner entweder begegnest oder hast du schon begegnet, dass eine erfüllte Partnerschaft führt.
Und jetzt noch die Verbindungen. Mars und Saturn steht eine schöne Verbindung. Das zeigt deine Kraft und du hast diese Kraft, alles in Form zu bringen. Aber bedeutet auch der Mann und dein Schicksal sorgt dafür, dass du mit diesem Mann auch zusammenkommst. Dein Venus und dein Pluto hat eine Spannung und das erlebst du in Liebesleben oder du zweifelst an dir als Frau und Pluto, diese Pluto-Verbindung zeigt, es fehlt dir schwer loslassen. Du musst nicht der Mann loslassen oder loswerden, sondern die Angst. Angst, Zweifel, Unsicherheit, diesen Gefühlen sollst du loslassen, weil das blockiert dein Liebesleben. In dem Moment, wenn du dich da befreit fühlst, hast das gelöst. Dann hast du eine Quinkungsverbindung zwischen Jupiter und Uranus. Und da hast du mit diesem rückläufigen Jupiter schon auch karmischen Erinnerungen und Uranus sorgt für Veränderungen oder plötzliche Veränderungen, Umbrüche, Veränderungen. Und hier hast du diese Quinkungsverbindung und das kann ich so erklären. Stell dir vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel bewegt sich nicht. Und dann fragt dich jemand, du sollst beschreiben, in welche Richtung wird diese Pendel bewegen. Was würdest du antworten? Du würdest sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht in diese Richtung, vielleicht in andere Richtung. Kann auch sein, das bewegt sich gar nichts. Ich weiß es nicht. Und bei jeder Veränderung in dein Leben, bei jedem Ereignis, was plötzlich unerwartet kommt, hast du immer dasselbe Gefühl. Innerlich denkst du, ich weiß es nicht, wie geht das jetzt weiter? Und Jupiter im Fischen, wo dein Basis ist, sagt, egal, das wird schon, bleib im Vertrauen. Das Leben, vertraue das Fluss des Lebens, das kommt so, wie das kommen soll. Wenn du dieses Vertrauen zeigst, dann hast du diese inneren Unsicherheit nicht mehr. Liebe Biara, das war diese Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.